Ja, hey, in diesem Video versuche ich mich an der Kommandozentrale der Power Rangers. Und apropos Power Rangers, vielleicht ist ja Power Rangers Germany etwas für dich. Das ist eine Fanseite bei Facebook. Dort findest du ganz unterschiedlichen Power Rangers Input und Content. Also schau doch mal vorbei, vielleicht sieht man sich dort. Los geht's! Wir fangen mit Zordons Röhre an. Da schnappst du dir einfach eine durchsichtige, etwas stärkere Plastikfolie, wickelst die um einen zylindrischen Gegenstand und klebst die Folie mit der Heißklebepistole fest. Verstärkst hier und da den Übergang noch ein bisschen, dass es auch wirklich hält, und legst es erstmal zur Seite. Dann schnappst du dir durchsichtiges Paketklebeband und formst daraus eine Kugel. Und auf diese Kugel, die aber nicht größer als das Rohr sein soll, klebst du verschiedene Diamanten oder kleine künstliche Kristalle. Und auf diese Kristalle verteilst du dann ein bisschen Window Color. Als Sockel für die Röhre benutzt du einfach einen alten Joghurtbecher oder einen Eisbecher, wie in meinem Fall. Und dann passt du die Klebebandkugel auf die Größe des Plastikrohrs an. In der Videobeschreibung findest du dieses Zordon-Bild, was du ganz einfach auf normales Druckerpapier ausdruckst, zurechtschneidest und dann in die Plastikröhre schiebst. Du kannst es oben und unten noch ein bisschen festkleben mit einfachem Malerkrepp. Hier schneide ich mir gerade ein paar Streifen aus ganz normalem Bastelmuskelgummi zurecht und klebe sie auf. In den Becher unten versteckst du noch eine Lichterkette und wie es der Zufall so will, passt oben in die Öffnung ein Deckel von so einer Spraydose. Als nächstes machen wir den Ständer für die Kristallkugel aus Moosgummi. Dafür überträgst du einfach so eine Klebebandrolle in der Größe, die dir gefällt, auf etwas stärkeren Moosgummi, den du dann abschleifst mit feinem Sandpapier, die Ränder wieder mit dem Feuerzeug ein bisschen versiegelst. Für die Kristallkugel selbst kannst du dich auch in der Hundespielzeugabteilung umschauen. Dort habe ich nämlich diesen Ball gefunden, der im Dunkeln sogar noch leuchtet, also perfekt, da geht's gar nicht. Schnappst dir zwei gleich große Papprollen und beklebst die mit gelbem Isolierband. Die einzelnen Moosgummischeiben grundierst du erstmal mit weißer Acrylfarbe und besprühst sie dann mit silbernem Effektlack aus der Spraydose. Dann kannst du diese Papprollen aufkleben, so wie du es hier siehst. Damit die Kristallkugel auch leuchtet, versteckst du unten einfach so ein kleines weißes LED-Licht am Fuße des Ständers. Ja, und fertig ist die Kristallkugel. Das Zentrum der Kommandozentrale basteln wir aus einer Plastikschüssel, die du dir erst einmal auf die passende Höhe zurechtschneidest. Da orientierst du dich an der Spielfigur oder an den Spielfiguren, die du später auch in das Diorama setzen möchtest. Überträgst den Durchmesser der Plastikschüssel auf Pappe, ermittelst dann irgendwie den Mittelpunkt der Pappscheibe und klebst dann erst einmal nur mit ein paar Punkten Heißkleber die Plastikschüssel auf die Pappe. Dann brauchst du noch eine weitere Pappscheibe, die ungefähr einen Zentimeter breiter ist als die, die du eben schon mal ausgeschnitten hast. Klebst die beiden Pappen zusammen. Schnappst dir Isolierklebeband und klebst das Ganze, so wie hier im Video, zusammen. Also du verdeckst die Öffnung im Prinzip. Damit sich der Klebestreifen von der Plastikschüssel nicht löst, klebst du ihn so ein bisschen mit Heißkleber fest.
Aus etwas stärkerem Moosgummi schneidest du dir dann solche Formen erstmal grob aus, klebst die an, sodass die Öffnungen verdeckt sind und schneidest sie dann im Nachhinein zurecht. Besorgst du dir so eine Drahtlichterkette, die es mittlerweile für echt wenig Geld gibt, und variierst die Abstände der LEDs so ein bisschen, dass es unterschiedlicher aussieht, und klebst sie mit der Heißklebepistole fest. Um die LEDs zu schützen, klebst du sie mit Malerkrepp oder Isolierband ab, denn der nächste Schritt wäre dann, die komplette Schaltzentrale mit schwarzer Farbe aus der Sprühdose zu grundieren und dann mit blauem Lack abzuschließen. In der Videobeschreibung findest du eine Druckvorlage für diese Control-Panels, die du dir ausdruckst in der Größe, die du brauchst, und dann mit transparentem Paketklebeband schützt. Das heißt, du klebst es einfach nur auf, schneidest sie aus und klebst sie dann auf die Schaltzentrale. Jetzt brauchst du drei Kristalle, mittelgroße Kristalle, die du einfach mit der Heißklebepistole auf die Schaltzentrale aufklebst. Mit Vinyl Color gibst du dem Ganzen noch ein bisschen Farbe. In der Kommandozentrale stehen vier von solchen Säulen, die du dir entweder aus einer stärkeren Papprolle herstellen kannst oder aus einer etwas stärkeren PVC-Rolle, die es im Baumarkt zum Beispiel in der Badabteilung gibt. Die schneidest du dann in einzelne Elemente, beziehungsweise sägst sie in einzelne Elemente. Die ausgefransten Ränder kannst du mit einem Teppichmesser ein bisschen begradigen oder mit feinem Sandpapier. Besprühst das Ganze dann mit Gold-Chromlack aus der Spraydose. Lässt das trocknen und klebst die einzelnen Elemente mit Sekundenkleber wieder zusammen. Zwischen die einzelnen PVC-Elemente klebst du dann wieder eine etwas stärkere Plastikfolie auf die du dann verschiedene Window-Color-Farben aufträgst. Die hinteren Säulen haben oben blau, dann dreimal grün und wieder einmal blau. Die vorderen Säulen haben blau, pink, blau, pink, blau. Und zum Abschluss klebst du oben etwas stärkere pinke Plastikfolie auf. Diese Säulen sollen ja noch auf einem Podest stehen und dafür benutzt du ganz einfache Trinkflaschenverschlüsse, die du vorher schwarz grundierst und dann mit silbernem Effektlack besprühst. Für die letzten vier Säulen besorgst du dir so einen Kabelschacht, der 1 cm stark ist, und schneidest ihn jeweils zweimal auf 22 cm und zweimal auf 18 cm zurecht. Dann entfernst du diesen Teil von dem Kabelschacht, den man da so abknicken kann, und schleifst den Rand noch ein bisschen ab oder schneidest ihn ab, so wie ich hier mit einem Messer. Aus Moosgummi schneidest du dir solche Streifen aus, die du dann links und rechts ankleben kannst. Jetzt brauchst du so ein Netz, welches etwas gröbere Maschen hat. In meinem Fall ist es grün, wir brauchen es aber in schwarz, also habe ich es einfach mit schwarzer Farbe besprüht. Trocknen lassen und dann zurechtgeschnitten. Jetzt trägst du Window Color auf ein stärkeres Stück Plastikfolie auf und während das Ganze noch nass ist, drückst du dieses Netz hinein und lässt es gut antrocknen. Die Folie schneidest du dann auf die Größe dieses Kabelschachts zurecht. Und verstärkst die Farbe einfach, indem du hinten noch ein wenig Window Color aufträgst.
Die Lichtquellen für diese Säulen sind in dem Fall wieder ganz normale LEDs. Ich habe sogar welche gefunden, die die Farbe wechseln. Das fand ich ganz cool. Das belebt vielleicht sogar die Szene noch ein bisschen. Die klebst du ab und besprühst sie mit schwarzer Farbe. Und dann setzt du die Säulen einfach zusammen, wie du hier siehst. Also du steckst den Kabelschacht auf das Licht oben auf, befestigst das ein bisschen an dem Licht, dass es nicht rumflattert, und klebst die einzelnen Teile auf. Die Außenwände der Kommandozentrale habe ich aus ganz normalem Pappkarton hergestellt oder gebastelt, besser gesagt. Um das richtige Größenverhältnis zu bekommen, legst du Sordon als Referenzpunkt auf die Pappe und schneidest dann ein paar Zentimeter über dieser Röhre die Pappe zurecht. Dann orientierst du dich an den einzelnen Elementen, die du schon gebastelt hast, und schneidest dir dann vielleicht so eine Form zurecht. Die Ränder klebst du noch mit ein bisschen Moosgummi, damit der Übergang ordentlicher aussieht. Du kannst noch so ein paar Elemente aufkleben. Das macht es noch ein bisschen interessanter. Damit die Farben des Farbverlaufs im Hintergrund so richtig schön strahlen oder zumindest besser zur Geltung kommen, grundierst du die Pappe erstmal mit weißer Acrylfarbe und trägst dann die Farben auf. Ich benutze im Übrigen ganz normale Acrylfarbe, die, solange sie noch nass ist, mit Wasser auch gut vermischbar ist. Das heißt, du kannst einen besseren Farbverlauf bekommen, wenn du Wasser auf die Oberfläche aufträgst. Vom Mittelpunkt der Kommandozentrale aus geht so eine Art Lichterweg bis hin zur Kristallkugel. Das heißt, du stichst ja mit einem spitzen Gegenstand erst einmal ein paar Löcher in den Boden, wo wir dann später eine Lichterkette einkleben werden. Und außerdem eine Art Sternenhimmel in den Hintergrund der Kommandozentrale. Jetzt klebst du an die Rückseite der Außenwand einfach nur noch die Lichterketten mitsamt des Batteriepäckchens fest und bist dann auch schon fertig mit deiner Kommandozentrale. Ich muss sagen, das war ein ziemliches Mammutprojekt für mich, und vielleicht hast du für dich was mitgenommen, und vielen Dank, dass du dabei warst. Und danke auch an Matthias, dass du mir deine Power Ranger Figuren ausgeliehen hast, damit die Szene noch ein bisschen echter aussieht. Also, Dankeschön. Vergiss nicht, bei Power Rangers Germany bei Facebook nachzuschauen. Wenn du Fragen hast, hinterlass mir einen Kommentar oder schreib mir eine Nachricht. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut!